Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag und das im November bei diesem Gruselwetter, wobei im November ja immer trübe sein soll, sagt man. Jo, was hatten wir denn diese Woche? Eigentlich nicht allzu viel, ein bisschen Fußball, ein bisschen Kultur. Das erste war natürlich die Kultur, das war am Sonntag gewesen und zwar war da die letzte Veranstaltung von Der besondere Abend, diesmal in der Schule, indische Musik und Märchen. Allerdings hat das für uns diesmal terminlich überhaupt nicht gepasst. Und so waren wir auch nicht anwesend gewesen, aber man kann trotzdem nachlesen und zwar einmal bei Zauche 365 und einmal bei uns auf der Facebook-Seite Borgheide News verlinkt von Andreas Trunschke, der die Veranstaltung besucht hatte und da eine Zusammenfassung mit Bildern hinterlassen hat. Jo, dann natürlich unsere nächste Veranstaltung ist am Freitag, Glühweinparty, dritte Glühweinparty von Borgheide News TV und das im Jugendclub Borgheide ab 16 Uhr. Also wer da Lust drauf hat bei dem Wetter, es soll ja nicht regnen, glaube ich, der kann uns gerne besuchen. Wie gesagt, am Freitag ab 16 Uhr bis, denke ich mal, 22 Uhr werden wir da aushalten können. Am Jugendclub mit Bratwurst, Glühwein und einem Bierchen und Gesprächen und so weiter und so fort. Jo, und dann sind wir schon beim Sport. Das fassen wir mal zusammen. Wir haben drei Spiele gehabt an diesem Wochenende, denn die Jugend hat ihre letzten Spiele der Saison gemacht. Die Männer müssen noch ein paar Mal ran. Und da fangen wir einfach mal an mit der E-Jugend. Die haben 7:1 gegen die Sportspielergemeinschaft Ferch Kaput 2 gespielt. Ein gelungener Abschluss der Hinrunde. Am Anfang taten sich die Jungs schwer, weil sie nicht in die Breite kamen, was mit zunehmender Dauer aber immer besser wurde. Das Passspiel wurde sicherer und die Jungs fanden die Räume, um Torchancen zu kreieren und am Ende dann mit diesem deutlichen Ergebnis zu gewinnen. Ein Lob an alle, aber besonders an Kilian und Erik. Beide bekamen aus verschiedensten Gründen nur wenig Einsatzzeiten und zeigten mit ihren Toren, dass mit ihnen in Zukunft zu rechnen ist. Die Trainer sind mit den Trainingsbeteiligung und der fußballerischen Entwicklung insgesamt sehr zufrieden. Mit den daraus resultierenden Ergebnissen natürlich auch. Die Torschützen heute waren Moritz, 2 Tore, Ben, Kilian, Erik, Mika und Felix. Des Weiteren spielten Rares, Max, Jason, Henrik und Gustav. Jo, dann kommen wir zur F-Jugend, weil wie gesagt, ich muss das ja ablesen, kann ich mir gar nicht alles mehr merken hier. Die F-Jugend hat mit einer überragenden Leistung 15:1 gegen Belzig gewonnen. Das ist natürlich ein dicker Schuh. Mit diesem Sieg sicherten sich die Kids den dritten Platz in der Herbstsaison. Jedes Kind erhielt zur Belohnung eine Medaille. Die Torschützen in diesem Spiel 7-mal Pepe, 2-mal Philipp, 1-mal jeweils Emile, Valentin, Jonas, Demko, Annie und Colin. Dank auch an alle Spieler, die das Team in dieser Saison unterstützt haben. Neben den bereits genannten Torschützen wäre das noch Karl Georg, Jonas 2-mal, Matteo, Thiago, Vico, Luca und Jakob. Die Trainer bedanken sich natürlich auch bei den Eltern und auch noch ein wenig Werbung für die Kids. Um die F-Jugend weiterzuentwickeln, würden sich die Trainer der BSV natürlich freuen, wenn noch mehr Spieler kommen würden. Alle Jungs und Mädchen der Jahrgänge 2011 und 2012 sind willkommen. Mädels dürfen auch aus dem Jahrgang 2010 sein, denn die dürfen ein Jahr älter sein als die Jungs. Und wie gesagt, meldet euch bitte beim BSV oder gleich bei Mario Mika. Und da habe ich auch die Telefonnummer für euch hier, nämlich die 015734394505. So, das war die Jugend. Jetzt kommen wir zu den Herren. Ja, wie das so schön ist. Die Herren können nicht nur gewinnen, die können auch gut mal verlieren. Und das hat an diesem Wochenende so richtig gut geklappt. Verregnet das Sonntag morgens um 11 Uhr in Rehbrücke. Da ich eine Terminverschiebung oder beziehungsweise ein Spiel früher angefangen hat, als ich gedacht habe, war ich natürlich trotzdem dabei und mit mir natürlich auch der Matze. So konnten wir natürlich Film und Bilder machen. Bilder kommen noch im Anschluss nachher bei Borgheide News. Und hier ist das Wort zum Sonntag vom Trainer zum 7:2. Bitte. Ja, herzlich willkommen hier in Rehbrücke, nicht in Samund, aber gegen SG Samund 2 gespielt. Ja, was soll ich sagen, ihr könnt jetzt sagen, erfolgreich verloren, 7:2 war es gewesen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Hatten wir überhaupt eine Chance?
Nö. Klar, muss man so sagen, ne? Nee, keine Chance heute. Also in allen Belangen schlechter heute gewesen. Kann man nicht viel mehr zu sagen eigentlich. Nee, es ist schwer jetzt hier irgendwas zu sagen. Da muss man erstmal noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Aber viel kann man nicht sagen. Wir haben halt verloren, ne? Ja, genau. Also wir sind auch schon, als wir angereist sind, wussten ein bisschen, dass die Feiern gestern dazu geführt haben, dass es heute eher ein bisschen spaßig wird. Hm. Aber abschließen lassen wollten wir uns eigentlich nicht. Hm. Ich finde, das sind 2-7 und so, wie wir gespielt haben, eher einem Abschuss gleicht, als dass wir hier freudig mitgespielt haben. Hm. Und entsprechend ist man natürlich dann, auch wenn man es ein bisschen kommen hat sehen, was heute irgendwie ist, ja, ist halt Amateurfußball, muss man vielleicht auch manchmal akzeptieren, aber so sollte es eigentlich nicht passieren. Und deswegen ist man trotzdem enttäuscht. Ja. Okay, wir wollen es auch gar nicht so weit auswerten, aber so viel zumindest, auch hier waren die Fans aus Borkheide wieder mit hergereist, trotz Regenwetter, trotz kalten, nassen Wetter. Ja. Und ich finde es auch gut, dass, ja, die Mannschaft verliert auch, ja, weil manchmal verliert es auch hoch, aber trotzdem, wir stehen zur Mannschaft, halten denen weiter die Daumen, nicht, dass die Köpfe und die Ohren runterhängen. Beim nächsten Mal geht's gegen Michendorf in Michendorf, also auswärts, dann allerdings um 14 Uhr. Dieses Mal war es ja um 11 Uhr schon gewesen. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen früh, deswegen kann ich natürlich trotzdem hier sein, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte, weil ich habe nachher noch einen Termin, aber das schaffe ich gut. Aber wie gesagt, war nicht so schön für uns. Die anderen haben sich gefreut, wir nicht so sehr. Müssen wir jetzt erstmal verdauen. Wir trinken nachher ein ordentliches Glas Wein zu Hause und dann gucken wir mal, wie nächstes Jahr in Michendorf aussieht. Da wird es dann noch wieder ein bisschen brenzlig. Ich weiß, die Mannschaft ist ja nicht vollständig mit seinen Spielern hier und Michendorf steht an erster Stelle. Ja, vielleicht, ja. Also heute waren wir gute Gäste. Mhm. Ne? Dann haben wir dem Gastgeber halt den Sieg gegeben und nächste Woche, vielleicht werden wir jetzt nach 2 Niederlagen unterschätzt. Ne? Vielleicht haben wir vielleicht auch das, ja. Sind wir ja mal der Underdog. Vielleicht kommt dann eine Reaktion von der Mannschaft. Mal schauen. Wie gesagt, ich neige ja immer dazu, zu gratulieren, auch für eine Niederlage. Ja. Hätte so nicht sein müssen. Ist so passiert, müssen wir jetzt hinnehmen, wir können es eh nicht ändern. Wir schauen mal, wie es nächstes Wochenende, nächsten Sonntag wird, um 14 Uhr in Michendorf. Hoffentlich ist das Wetter ein bisschen besser, jetzt hat es ja aufgehört zu regnen. Und wir drücken euch alle Daumen und Zehen. Ja. Vielen Dank und guten Heimflug. Ja, danke dir. Ciao. Ja, Markus, was sollen wir sagen? Ne? Es ist halt so, manchmal muss man auch verlieren, manchmal kann man gewinnen. Wie gesagt, das nächste Spiel gegen Michendorf um 14 Uhr am nächsten Sonntag. Wie das ausgeht, wissen wir noch nicht. Wir haben ja nun mal leider eine sehr arg geschwächte Mannschaft und Michendorf steht an erster Stelle. Das soll nicht heißen, dass sie nicht zu knacken sind. Schauen wir mal, was passiert. Wir schauen uns das an. Und das war's schon fast. Jetzt lassen wir nur noch unseren Matze auf die Leiter als Wetterfrosch. Geh mal hoch, Matze, und sag mal, wie sieht die Woche aus? Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Ja, das Wetter hat sich dann auch noch dem Fußballspiel von gestern angepasst. Es ist regnerisch geblieben, aber das war es dann auch für die Woche. Heute Abend zieht der Regen ab. Die Temperaturen in der Woche bleiben im oberen einstelligen Bereich tagsüber und im unteren einstelligen Bereich nachts. Vom Schnee werden wir hier noch nicht viel sehen, von viel mehr Regen wahrscheinlich auch nichts mehr. Im Gegensatz zu Österreich, wo es gerade drunter und drüber geht mit den Wetterkapriolen und den diversen Schlamm- und Lawinenabgängen, was da alles möglich ist, bin ich doch ganz froh, wenn es hier nur ein wenig regnet. Lasst euch die Laune nicht verderben, kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns Freitag. Tschüss. Ja, ganz vielen Dank, Matze, und schön, dass du immer da bist und natürlich auch mir gut zuarbeiten kannst mit den Videos. Und denk ja, wir sehen uns ja eh nochmal am Freitag, beziehungsweise sicherlich vorher, um das mit zu organisieren. Das war's wieder hier bei Borkheide News TV an diesem Wochenende mal kurz und knapp. Wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze. Und tschüss, bis nächsten Montag.